Seele und Selbstliebe. Herzlich willkommen zum Vortrag im Rahmen der Internationalen Arbeitstagung Mosil und die Psychologie. Zum Untertitel: Es wird gehen um das andere Erleben im Mann ohne Eigenschaften mit Blick auf primären Narzissmus und vorgeburtliche Welt. Ja, was erwartet Sie? Also, ich knüpfe an dieses Buch nochmal kurz an und möchte da den Grundgedanken skizzieren, aber ergänzen um neue Schwerpunkte in den Fragestellungen Seele und Selbstliebe und welche Bedeutung hat dieser Bedeutungskreis anderer Zustand, anderes Erleben für unsere Beziehung zur Wirklichkeit, für eine mögliche Beziehung zur Wirklichkeit. Und ich denke, der Titel Seele und Selbstliebe ist viel zu rund und harmonisch. Ich weiß nicht, ob Sie sich da im Voraus vielleicht schon dran gestoßen haben. Er könnte einer Parallelsitzung, eine Parallelaktion überschrieben sein. Denn der Begriff Seele wird ja vom Erzähler mit höchster Vorsicht gebraucht. Sie ist ein Verlegenheitsbegriff für etwas, was sich im Lauf des Lebens immer fühlbarer macht und für das man dringend einen Namen braucht, ohne ihn zu finden, bis man schließlich den ursprünglich Verschmähten widerstrebend dafür wieder in Kauf nimmt. So. Weiß Gott, wie gesagt, was überhaupt eine Seele ist. Sie wissen, es verzieht sich, wenn man verkriecht sich, wenn man von algebraischen Reihen hört, aber positiv zu fassen, ist sie schwer. Sie wird als etwas dargestellt, das fehlt, als ein leerer Raum im Rücken, als großes Loch, das mit Idealen und Moral gefüllt wird. Und hier, als ein großes Loch, da zeigt sich schon der wichtige Stellenwert der Seele im Gedankengefüge des Mann ohne Eigenschaftens. Denn es geht hier um das Empfinden, das so vollständig, dabei alles verständlich und in sich geschlossen erscheint, es doch von einem dunklen Gefühl begleitet wird, dass es bloß etwas Halbes sei. Es geht um diese andere Dimension, die fehlt und um die diese große Erkenntnissuche von Mosils Roman ja kreist. Ich habe hier das schönste oder passendste Zitat dafür nochmal in die Folie gesetzt. Und an diesem entsetzlichen Gefühl eines blinden, abgeschnittenen Raums, hinter allem Ausgefüllten, an dieser Hälfte, die immer noch fehlt, wenn auch alles schon ein Ganzes ist, bemerkt man schließlich das, was man Seele nennt. Seele. Und wie ist es um die Selbstliebe bestellt? Bekanntlich liebt sich Ulrich einfach selbst nicht. Er entdeckt eher an seinem Gegenspieler Arnheim die trübe Selbstliebe. Eine Art Selbstgefälligkeit, die alles zurechtrückt, dass die Welt perspektivisch auf ihn ausgerichtet und verkürzt wird. Eine selbstgefällige Täuschung, in der sich geschickt alle Lücken schließen. Und die Welt war in Ordnung, sobald Arnheim sie betrachtet hatte. Das als eine Selbstliebe, die Ulrich nicht erstrebenswert erscheint, weil sie zu verlogen ist, zu viel auslässt, zu viel Erstarrung mit sich bringt. Dann gibt es eine Selbstliebe zu zweit zwischen Ulrich und Agathe als einer dyadischen Einheit in diesem ganz anderen Seinsraum, der sich im zweiten Teil des Romans eröffnet. Ich weiß jetzt, was du bist. Du bist meine Eigenliebe, sagt Ulrich zu Agathe. Sie ist offenbar durch Irrtum oder Schicksal in dir verkörpert gewesen, statt in mir selbst. Und er meint mit dieser fehlenden Eigenliebe auch dieses Unvermögen zu einem sanft begründeten Verhältnis sich selbst gegenüber. Und bringt sehr klarsichtig zum Ausdruck, wie es seine Beziehungen auch zu seinen Geliebten und allem immer wieder verfälscht hat, dass er dieses zarte Verhältnis zu sich nicht habe. Ich habe hier noch andere Zitate, die später eine Rolle spielen, die Sie vielleicht auch präsent haben von dieser Gemeinsamkeit von Ulrich und Agathe, die eigentlich eine Selbstliebe nicht jeder für sich bekommen, wenn sie zusammenkommen, sondern als diese siamesische Geschwistereinheit. Zwillingseinheit. Und jetzt ist mir das schon beim ersten Lesen sehr aufgestoßen und eine Selbstliebe, die dyadisch in einer Verschmelzung erlebt wird, das lässt dann doch an das psychoanalytische Konzept des primären Narzissmus denken. In demselben Kapitel, in dem Ulrich diesen
Satz ausführt, du bist meine Eigenliebe, geht es auch um dieses, wenn ich an meine früheste Zeit denke, war innen und außen gar nicht recht getrennt. Sie hat sich da sicher auch bewusst in diesem Kontext anderer Zustand als frühes Erleben, was eine der verschiedenen Formen von anderen Zustand in seinem Roman ist, auch darauf bezogen. Und dieser wichtige Punkt der Selbstliebe und diese große Frage, der Schmerz eigentlich von Ulrich in seinem Urlaub vom Leben, wie kann er denn, was ist mit seinem Selbst, welche Möglichkeiten gibt es, erfüllt zu leben oder ein Selbst in gegenüber einem schönen Gegenüber zur Wirklichkeit neu zu konstituieren, welche Möglichkeiten gibt es da? Die haben mich damals zu diesem Titel Selbstkonstitution gebracht. Und natürlich kann es sich da nicht um eine vollzogene Selbstkonstitution handeln, denn sie bleibt aus im Roman. Auch in den Entwürfen ist sie nicht wirklich zu finden oder herauszudeuten. Aber es kann um eine Möglichkeit von Selbstkonstitution gehen. Und ich halte es trotzdem für sehr ergiebig, mit diesen Fragen an den Roman heranzutreten. Weil, und das ist ja auch Teil von Musis Poetologie, die Dichtung Brücken ins Imaginäre schlägt. Mit dem Möglichkeitssinn, mit dem er spielt, zugleich mit seinen präzisen Beschreibungen und Bildern für die Gefühle, sind wir eingeladen, mitzuforschen und fühlend zu erkunden. Dichtung ist für ihn Experimentallandschaft. Es geht ihm ja nicht darum, Dichtung als eine Psychologie zu betreiben, die einfach beschreibt, wie Menschen funktionieren. Das war für ihn uninteressant. Nein, er ist auf der Suche nach etwas, was sein könnte, was es noch nicht gibt. Suche nach einer neuen Moral oder nur eine Frage, ist es der Beschäftigung wert, die des rechten Lebens. Und das ist womöglich auch ein großer Grund für diese, ein wichtiger Grund für die große Faszination, die dieser Roman auf uns ausübt. Weshalb so viele Menschen immer wieder bereit sind, so tief daran einzutauchen, in sein Bedeutungsgefüge und sich mit den eigenen Fragen auch daran abzuarbeiten. Eben weil es da so eine starke Tendenz in das Imaginäre, in das Was wäre möglich hineingibt, dass wir das Bedürfnis fast haben, es zu ergänzen, zu erkunden, es zu verstehen. Was wäre der mögliche Fluchtpunkt? Und da möchte ich Sie einladen, mit mir zu einigen Fluchtpunkten zu folgen. Und eben ein möglicher Fluchtpunkt war für mich die Selbstkonstitution, das auch das Verhältnis von Selbst und Wirklichkeit. Und heute gibt es auch etwas um die Selbstliebe. Wir sehen ja die Beziehung zum primären Narzissmus, die Seele, vielleicht in Beziehung zur vorgeburtlichen Welt. Vielleicht können wir da ein paar spielerisch ein paar neue Perspektiven aufwerfen. Und diese mögliche Selbstkonstitution, die ich damals versucht habe, war so die Idee in einer Anlehnung an psychoanalytische Entwicklungsmodelle, die ich da auch vorstelle in der Dissertation, eine mögliche Herauslösung aus der Symbiose sich zu denken. Und es gibt ja bei Ulrich die beiden Erlebenssphären Liebe und Gewalt, in der auch in der Gefühlspsychologie nachher alles Denken, Fühlen, Zustand, auch die Selbstliebe in zwei Kategorien teilt. Und ähnlich gibt es ja auch in der Psychoanalyse den Primärprozess als ein imaginatives Denken dieser vorsprachlichen Zeit nach dem Lustprinzip und den Sekundärprozess als ein Denken, wenn diese Trennung vollzogen ist. Und auch bei späteren Analytikern gibt es in verschiedener Weise immer diese beiden Formen, unser psychisches Leben zu organisieren. Und da sah ich gewisse Parallelen. Und für diesen Schritt einer Herauslösung ist allerdings in diesen Entwicklungsmodellen immer eine Integration der starken Liebes- und aggressiven Strebungen vonnöten, dass die Welt nicht zerfällt, sondern auch das werdende Wesen seine eigenen Gefühle da halten kann. Und da fiel mir auf, naja, Integration von Gewalt. Man kann sehen, dass Moosbrugger im gewissen Sinne diese aggressive Komponente von Ulrich außer ihm verkörpert. Dass, wenn es um ein Handeln mit Sinn geht, immer wieder dieses Verbrechen von Moosbrugger vorschwebt als Bild eines Handelns. Da komme ich auch später nochmal darauf. Und in gewissem Sinne die Gewalt und auch die Handlungsbereitschaft im Roman nicht, also von Ulrich sozusagen nicht integriert bleibt, wird im Roman.
Und genauso auch ist eben nicht möglich, ist diese beiden Erlebenssphären oder das Erleben AZ so zusammenzubringen, dass es in ein Handeln führt. Denn die Fantasien von solchem Handeln sind immer nah verknüpft an solche Wahnsinnstaten und Übersprungshandlungen. Also es ist sozusagen sehr gefährlich, diese Sphären auch zu verbinden. Und dann hatte ich so ein Modell gebildet, eine Konstitution eines Selbst mit flexiblen Grenzen, dass sich die Wirklichkeit aneignet, dass also immer wieder bereit ist zu verschmelzen und in dieses andere Erleben einzutauchen, dass es wichtig ist, diese Erlebensdimension einzuholen und dass so vielleicht auch eine wechselseitige Auslegung von Selbst und Wirklichkeit möglich ist, wie Ulrich, das habe ich auch damals in einem großen Kapitel, diese verschiedenen poetologischen Ordnungen der Wirklichkeit, mit denen Ulrich spielt, gleichnishaftes Leben, Meinung, wie kann ein wechselseitiges Auslegen von Selbst und Wirklichkeit geschehen? Vielleicht wäre das mit so einem Modell möglich. Trotzdem war da ein bisschen unbefriedigend, dass es doch recht abstrakt ist. Und bei Selbstkonstitution geht es ja eigentlich viel mehr auch noch um die Beziehung zur Wirklichkeit und wirklich um diese beiden Erlebenssphären, die in Liebe und Gewalt dargestellt werden. Wie können sie einander ergänzen im Leben oder auch wie kann der Erlebenskreis anderer Zustand die Beziehung zur Wirklichkeit beleben? Das wäre jetzt der Fluchtpunkt, der mich heute viel mehr interessiert. Und da möchte ich nochmal zum ersten Teil des Romans gehen und nochmal betrachten, wie die Beziehung zur Wirklichkeit da dargestellt wird. Es ist immer wieder das Bild von einem Nebel oder kleinem entlassenen Atemzug der Schöpfung gegenüber der Steinmauern, der erstarrten Mondlandschaft, des Gefühls der Welt, der so schon vorgeprägten Formen, dem alles so fertig und so vollständig ist. Wo ist dieses andere schöne Zitat? Ich habe hier dieses. Also es ist immer wieder das Widerstreben des entlassenen Atemzuges gegen die versteinte Mondlandschaft, in die er hineingerät. Und ein anderes ganz wichtiges Bild ist dieser 10. Charakter nach den 9 Charakteren, die uns nur auswaschen wie eine Mulde. Und dann bleibt dieser 10. Charakter als ein leerer, unsichtbarer Raum, der nur diese Funktion hat, das nicht ernst zu nehmen, womit sich die anderen Charaktere beschäftigen. Also dieses sich raushalten, was Ulrich ja auch betreibt, exemplarisch in seinem Urlaub vom Leben. Dieser Raum, in dem die Wirklichkeit darin steht, wie eine von der Fantasie verlassene Steinbaukastenstadt. Und wo man sich schon fragen kann, ja, gibt es denn irgendeine Möglichkeit oder unter welchen Voraussetzungen könnte sich denn die Fantasie der Steinbaukastenstadt wieder zuwenden? Und ich suche gerade unter den vielen Stellen, die ich mir noch ausgesucht habe. Nein, die lasse ich jetzt gerade weg. Es ist ohnehin so viel und wir eilen weiter. Sie erinnern sich an die Stelle, dass das alles wie ein Stempel einer spanischen Presse ist und alles so vollständig und fertig. Und aus diesem Wunsch, davon nicht aufgesogen zu werden, stammt die Eigenschaftslosigkeit. Aus dem heraus wünschte sich Ulrich, ein Mann ohne Eigenschaften zu sein. Und dann ist es auch ein ganz deutliches Motiv immer, dass die Bedeutung anderswo ist. So wie Agathe gegenüber von 2 Lebensschichten oder Schicksalen spricht. Ein regsam Unwichtiges, das sich vollzieht. Und ein reglos Wichtiges, das man nie erfährt. Und auf das dann auch der Baum der Liebe, den er gegen Ende des ersten Teils, dessen er inne wird im Ende des ersten Teils, dass sein Leben sich zerlegt, zeigt in diese beiden Bäume. Vom Baum der Liebe sagt er, Blätter und Zweige des Baums trieben seither, seit dem misslungenen, missratenen, ein Fragezeichen hinterlassenden großen Liebeserlebnis, Frau Major, trieben seither auf der Oberfläche umher. Aber der Baum blieb verschwunden und es ließ sich nur an solchem erkennen, an den Blättern und Zweigen, dass er noch vorhanden war.
Im zweiten Teil, wie Sie wissen, begegnet Ulrich seiner Schwester und ein großer Umschwung hebt an. Innige Erfülltheit in der Begegnung. Die Selbstliebe scheint zurückgekehrt, außer ihm verkörpert in der Gestalt der Schwester. Mit ihr gemeinsam erkunden sie die Möglichkeit eines anderen Erlebens. Treten in der Ruhe eines sommerlichen Gartens die Reise an den Rand des Möglichen an. Lesen die Schriften der Mystiker auf der Suche danach, ob der Weg zur Seligkeit auch mit dem Kraftwagen zu befahren sei. Dieses technische Vehikel bildet Musil aus seinen Kapiteln zur Gefühlspsychologie, aus seinen Untersuchungen, dass wir auf die eine und die andere Weise denken können. Wir können begrifflich erfassen oder anteilnehmend verstehen. Wir können das Gefühl ist einerseits immer direkt verkoppelt mit der Handlung, führt dahin hin, oder untersucht eine andere Art von Gefühl, die sich ausdehnt in uns, ins Unendliche, die Welt färbt und wie diese Blase dann eine neue Welt schafft. Und Agathe darf dann das sozusagen noch enthusiastischer aufgreifen und diesen geheimen Gedanken formulieren, dass mithilfe dieser Psychologie eine andere Wirklichkeit angesteuert werden soll. Sie fasst es ganz abenteuerlich und tatsächlich auf, als Tür zu einer anderen Wirklichkeit. Wenn ich dich recht verstanden habe, bist du doch sicher, dass es zu jedem Gefühl zwei Welten gibt und dass es von uns abhängt, in welcher wir leben wollen. Lach mich nicht aus, aber ich habe daraus geschlossen, dass man auf diese Weise ins Paradies kommen müsste, so man bloß nach dem anderen Teil seiner Gefühle lebt, wie du es nennst. Zwei Weltbilder, aber nur eine Wirklichkeit. In ihr kann man allerdings vielleicht auf die eine wie auf die andere Art leben. Schränkt Ulrich das ein, und wenn alle das täten, würde vielleicht das tausendjährige Reich entstehen. Hier ist also der Kulminationspunkt der Verheißung in dem Roman, auf den es vorher immer wieder in dieser Suche so hinstrebt. Und danach verläuft es sich bekanntlich im Stillstand. Was nun? Wir erinnern, von Beginn an war da die Bedeutung, das, worum es geht, ist woanders. Es wird dann im zweiten Teil erprobt, das zu leben. Diese Idee soll scheitern. Die große Hoffnung auf ein anderes, bedeutungsvolles Leben hat sich zerschlagen. Bedeutet dies, es ist alles verloren, wir können nur noch in den Krieg ziehen? Oder lässt sich etwas davon erhalten und integrieren? Oder wäre die Möglichkeit einer Herauslösung, eines Abschieds von diesem Zustand so, dass dieses Potenzial zum anderen Erleben erhalten bliebe? Wieder nochmal kurz zu diesem kleinen Bild, was so ein bisschen atmosphärisch wirken darf. Da ist also einerseits der andere Zustand in seinem Erlebensfern und andererseits diese Möglichkeit, persönlich zu leben, wenn die Selbstliebe integriert wäre, wenn die Fantasie die Steinbaukastenstadt nicht verlassen würde. Ob wir dann so wie diese absurden Leute, die persönlich leben, immer wieder erleben könnten, wie unsere Welt Privatwelt wird und wie ein Regenbogen leuchtet? Oder gibt es da Möglichkeiten, Leben wie Literatur oder Gleichnis zu leben? Wenn ich jetzt mit dieser Frage mich mal an eine andere Inspirationsquelle wende, die mir in der Vorbereitung zugetragen wurde, wenn ich mich an die pränatale Psychologie wende, erhalte ich noch eine andere Perspektive auf dieses Erleben. Der pränatalen Psychologie zufolge tragen wir alle eine Form von nicht bewusster und doch sehr prägender Erinnerung an die Zeit vor unserer Geburt in uns, als wir noch im Mutterleib waren. Ludwig Janus zufolge, ich zitiere aus seinem Buch »Wie die Seele entsteht«, hat diese Prägung, dieses Erleben einer ganz anderen Welt für uns eine große Relevanz, die sich auch an den meisten Kulturerzeugnissen aufzeigen lasse. Dieser Zugang zu dieser Erfahrung sei uns andererseits meistens recht versperrt, nicht nur, weil es schwer ist, sich an so Frühes zu erinnern, physiologisch, sondern auch diese meist traumatische Erfahrung der Geburt verstellt unseren Zugang dahin. Und trotzdem wurde in Therapieformen der neueren Zeit und experimentellen Bewusstseinserweiterung Zugängen manches von diesem Erleben auch in erstaunlichen Beispielen eingeholt. Es hat sich aber in unserer Gesellschaft eine massive Verleugnungstendenz gegen dieser vorgeburtlichen Erfahrungswelt eingestellt. Sie ist ganz ähnlich verschollen, wie es von Ulrichs zweitem Baum, vom Baum der Liebe heißt.
Die Blätter und Zweige des Baums trieben seither an der Oberfläche umher, aber dieser blieb verschwunden, und es ließ sich nur an solchen erkennen, dass er noch vorhanden war. Mit Schuld an dieser großen Verleugnungstendenz ist auch die klassische Psychoanalyse, die sich immer auf die etwas spätere Entwicklung konzentriert hat und Freud dem das Ergründen des ozeanischen Gefühls eingestandenermaßen unheimlich war. Ich gehe darauf nicht sehr tief ein jetzt, aber ich möchte nochmal aufgreifen, Ludwig Janus Buch enthält den Appell, dass wir das vorgeburtliche Leben viel mehr in unser Leben integrieren dürfen und einen Bezug dazu aufbauen, dass tatsächlich ein Teil unserer Lebenswirklichkeit ist und uns so tief prägt und in uns fortlebt, auch wenn wir uns nicht so bewusst daran erinnern. Immer wieder wird es in verschiedenen kulturellen Formen als Anderswelt erscheint es, in die man eintauchen und aus dem anderen Erleben etwas mitnehmen kann. Wie in den Märchen, schamanischen Reisen oder Initiationsriten. Jene vorgeburtliche Anderswelt lässt sich fast als das Ursprungsland der Seele bezeichnen. Eine Bezugswelt von fließenden Grenzen und Verbundenheit, die wir insgeheim als unsere Heimat empfinden. So enthalte der Begriff Seele ja auch in sich das Wort See. Sie stammt aus den vorgeburtlichen Wassern. Und ebenso verweist sie im Roman immer auf etwas anderes, auf etwas nicht Diesseitiges und kann damit auch auf diese vorgeburtliche Welt hinweisen, die eine Welt der Geborgenheit, des Getragenseins und des Verschmelzens ist, wie der andere Zustand. Ich denke auch an Arnheim, der die Königin Seele verbannt hat, die zu ihm nur aus dem Exil indirekt seine Schriften inspiriert. Ist es nicht auch ein Abbild dieser gesellschaftlichen Marginalisierung, der Erfahrung Seele oder ihres vorgeburtlichen Ursprungs? Da, wie es bei Arnheim geschildert wird, dieser Einbruch des anderen Zustands für ihn, für seine wohl definiert, kunstvoll arrangierte Persönlichkeit viel zu bedrohlich wäre. Ja, und bevor ich dann vielleicht Ihre Einwände aufgreife und mich nochmal konkreter frage, was ist der Erkenntnisgewinn, möchte ich einen kleinen Ausflug und Seitenblick auf Ulrichs Beziehung zu seiner Geburt, passend heute zu seinem Geburtstag, noch wagen. Und da habe ich bei Corino einen Text gefunden, einen skizzierten Brief an einen Imaginären, dem Musil sein offensichtlich sehr ambivalentes Verhältnis zur Geburt zum Ausdruck bringt. Am Tag nach meiner Geburt. Meine Situation ist entschieden unsympathisch. Ich bin doch nichts als ein Schlauch, durch den die Nahrung auf der einen Seite herein und auf der anderen herausrinnt. Meine Mutter nimmt mich an die Brust. Ich finde das ekelhaft, milchig und fett. Mein Vater steht dabei und glotzt. Ich begreife nicht, wie man das erotisch finden kann. Und dabei muss ich fortwährend diese Saugbewegungen machen. Irgendetwas in mir will weg davon. Aber trotzdem muss ich, mit einem runden Mund wie ein Fisch. Man nennt das Instinkt. Ich möchte wieder zurück, woher ich kam, aber ich vermag auch nicht, diese hässliche, schleimige Gegend dort als begehrenswert zu empfinden. Ich will das gar nicht im Einzelnen zerpflücken. Ich finde das einfach eindrucksvoll. Und ich gestehe auch Musil bestimmt zu, dass er auch viel überzeichnet oder sich auch ironisch vielleicht gegen Aussagen der Psychoanalyse wendet, wie wichtig und wie groß die Sehnsucht nach diesem Raum sein soll. Und trotzdem ist es doch sehr ausdrucksstark. Und auch dieser Wunsch eine weitere Figur, die Ulrichs Kindheit ja sehr bestimmt hat, ist seine vor ihm gestorbene Schwester, nach einem Jahr gestorbene Schwester Elsa. Und die ihn immer wieder auch innerlich beschäftigt habe in der Zeit und mit der zusammenhängend er auch seinen Kinderwunsch, ein Mädchen zu sein, in Verbindung bringt. Für seinen Held Anders in den Entwürfen zum späteren Roman drückt er das so aus. In solchen Augenblicken fühlte er gegen die Türe eines Wunderraums zu lehnen, die er nicht öffnen konnte. Da seinem Alter der Unterschied der Geschlechter nicht klar ist, war die Wirklichkeit zwar ein unüberwindlicher, aber ein blutwarmer Widerstand, der von keinem Nachdenken über die Art der Verwirklichung gehemmte Wunsch durchdrang. Und das verbindet er auch mit diesem Liebeserlebnis später, dem Frau-Major-Erlebnis,
und diese Güte der Liebe als Schwesterlichkeit, Verwischung der Ich-Polarität und dergleichen. Und dazu stimmt auch, dass die Vorstellung der Schwester für ihn, also anders sein Held, trotz aller geschlechtlichen Erlebnisse einen seltsamen Zauber behielt. Mit diesem blutwarmen Widerstand scheint mir das sehr in die Nähe gerückt, dieses Beziehung zum Geburtskanal, zu dem Raum zurück und zu der anderen Schwester, die zugleich in einem anderen Jenseits ist, einem weniger blutigen, sondern in seinem Erleben eben eine gestorbene Schwester, an die man gedenkt, das auch nochmal das Verhältnis anders färbt, scheint mir. Trotzdem zurück aus diesen vielleicht einfach ergänzend interessanten Bezügen aus Musils Geburt. Nochmal die Frage, was ist der Erkenntnisgewinn, wenn ich diesen Bezug überhaupt ziehe? Das Interessante ist für mich diese Anderswelt, diese Bezugswelt, die habe ich jetzt hier in dieses kleine Schema mal eingeführt, was einfach so ein bisschen in schwebenden Gedanken, den Gedankengang mal darstellen soll. Es geht nicht darum, bei anderem Zustand nun jedes Mal an ein Embryo um Fruchtwasser oder besser an ein werdendes Kind im Mutterleib zu denken. Vielmehr meine ich, dass in uns die Fähigkeit ist, seelisch-geistig in eine andere Beziehung zur Wirklichkeit zu treten, als unser Tagesbewusstsein es vorschreibt und dass Musil hier sehr wertvolle Fragen aufgeworfen und ihn nachgeforscht hat. Doch der Hinweis der pränatalen Psychologie, dass die Matrix einer so anderen Erfahrung, wie wir sie im Mutterleib gemacht haben, einer Anderswelt in uns eingeschrieben ist und sowohl kulturell als auch durch das Trauma der Geburt für uns oft verschüttet ist, und dass es unser Menschsein aber bereichern oder vervollständigen würde, den Bezug zu dieser frühen Lebenswelt, zu dieser frühen Lebenswelt in unser Leben mit einzubeziehen. Diesen Hinweis halte ich für sehr bedenkenswert und es passt sehr gut zu Ulrichs Frage, was es mit der Bedeutung des anderen Zustands auf sich habe und wie er sich in sein Leben integrieren ließe. Die neue Perspektive ist, das Erleben des anderen Zustands gehört als Begleitdimension zu unserem Normalleben dazu, die unser tägliches Leben ergänzt und relativiert. Und dazu passt auch, dass in allen Entwürfen von Ulrichs Utopien es immer wieder darum geht, die Bedeutungen schwebend zu erhalten, fließend, sie auf keinen Fall zu fixieren, ganz auf dieser unteren, diesseitigen Ebene. Wenn diese andere Ebene, in die Ulrich mit Agathe so eintauchen kann, wenn sie eingeholt ist, wenn sie eingeladen ist, ein Teil unseres Lebens zu sein, wie ein Bezugshorizont, wie eine zweite Wirklichkeit, die neben der tätigen, diesseitigen Wirklichkeit bestehen kann, eine Ebene, um die wir wissen, dann ist es der Seele möglich, sich der Wirklichkeit wieder zuzuwenden, diese Steinbaukastenstadt mit Leben zu erfüllen, sie mit der eigenen Fantasie zu beleben, weil sie nicht mehr Angst haben muss, sich darin zu verlieren, dass sozusagen das alles bleibt. Das Subjekt kann sich der Wirklichkeit zuwenden ohne Angst vor Verfestigung. Und dann würde es auch diese poetischen Ordnungen der fließenden Grenzen und fließenden Gleichnisse ermöglichen. Der andere Zustand ist eine Anderswelt, eine Bezugswelt, die wir mitnehmen, die unsere Welt ergänzt. Eine frühkindliche oder vorgeburtliche Lebensdimension. Gefühle, die integriert werden könnten. Das positive Bild einer guten Selbstliebe, das Ulrich gegenüber Agathe zeichnet, spreche dafür. Diese Selbstliebe stamme aus dem Ursprungserlebnis von Ich und Du, von Mensch und Natur, dass sie sich wiegen, wie auf demselben Ast. Das hat mich ein bisschen parallel erinnert an Formulierungen in Janus von dem intensiven Beziehungsstrom zwischen Mutter und Kind, wie der Säugling gewissermaßen mit der Stimme der Mutter mitschwingt und sie auf sie mit einer Art Tanz antwortet, wie da es belegt wurde an mit Bildmaterial und Forschungen. Aber jetzt zurück zu Ulrichs Begriff dieser Selbstliebe, dieser Philautia. Die ermöglicht ein grundsätzliches Gutsein, bei dem das Gutsein gegen den anderen mit dem Gutsein gegen sich selbst übereinfällt. Das ist also eine Art schöpferische Selbstliebe ohne Schwäche und Unmännlichkeit, eine kriegerische Übereinstimmung von Glück und Tugend, eine Tugend im stolzen Sinn. Es ist in diesem Kapitel Entwürfen, Versuche, ein Scheusal zu lieben, dass das formuliert wird und ist für mich eine der ganz wenigen Stellen, wo eine positive Selbstliebe, die Ulrich für sich in Anspruch nehmen könnte, eine männliche Selbstliebe angedeutet wird, skizziert wird als Möglichkeit. Und
Das wirft eine, kann man eine neue Perspektive für Ulrichs Männlichkeit oder seine männliche Identität aufwerfen lassen. Sie erinnern sich an diesen Ausdruck, wie er innerlich schmal, zart, dunkel und weich, wie eine im Wasser schwebende Meduse sich erlebt. Sobald er ein Buch las, das ihn ergriff oder von dem Atem der heimatlosen Liebe gestreift wurde, deren in der Welt sein niemals hatte begreifen können. Und auf der anderen Seite, verknüpft mit der Frage, müssen Menschen mit ihrem Körper übereinstimmen, gibt es seine dezidierte Männlichkeit, nach seinem Gefühl war er groß und so weiter. Sie können es selber lesen. Die Gelenke seines Körpers schlossen wie schmale Stahlglieder die Muskeln ab, sobald er sich ärgerte, stritt oder Bonadea sich an ihn schmiegte. Und da auch die ganze, der Baum des harten Gewirrs, das mathematisch einwirken wollen auf die Welt, gehört ja zu dieser männlichen Seite. Und das fragt sich doch, wenn die andere Dimension dazugehören kann, gibt es dann Ausblicke, dass das Mannsein erweitert würde, um diese andere Dimension genauso zu einem Bild von Männlichkeit dazugehören könnte, statt dieses reduzierte militärische Bild von Mannsein. Ich greife dazu nochmal auch die Zitate in diesem einen sehr tiefen Gespräch mit Diotima auf. Denken Sie doch einmal daran, wie Sie ein Kind waren, ganz weiche Glut. Und in mir lehnt sich jedenfalls etwas dagegen auf, dass das sogenannte reife Mannesalter der Gipfel solcher Entwicklung sein soll. Dann kommt er an diesen etwas gelehrten Exkurs über die libellenartige Myrmeleonie, nahe an die Ameisenjungfer. Und über diesen Vergleich kommt er dahin. Zuweilen graut mir wirklich ganz ähnlich vor meiner Jugend, auch wenn ich damals eine Libelle gewesen sein und jetzt ein Untier sein sollte. Also es geht um eine ganz starke Metamorphose und einem nicht mehr zurück können, verstehen können, begreifen können, wie konnte ich in diesem ein Mädchen sein wollenden, hinübersehnenden Zustand sein. Und es wäre doch schön, wenn die gute Selbstliebe, die an Aristoteles als ein männlich schönes Verhältnis zu sich selbst ihm erlauben könnte, beide Seiten als Teil seines Mannseins zu empfinden. Auch diese zarte, ausgedehnte Dimension, dass diese vorgeburtliche Heimat da integriert sein darf. An Musils Zitaten würde sich Musil vielleicht jetzt im Grabe umdrehen. Ich entschuldige mich bei dem Ekel, den er vor der Geburt empfunden hat und dem Gefühl, wie kleine Schnecken das Kinder in ihm auslösen. Und trotzdem möchte ich jetzt eine ganze Zeit später doch, wir stehen heute an einer anderen Stelle. Diese Frage nach einer männlichen Identität wird in unserer Zeit neu verhandelt. Diese Frage trotzdem mal aufwerfen, vielleicht auch an die Männer abgeben, wie weit es möglich ist, eine abgegrenzte Männlichkeit und einen heilen Bezug zu dieser Anderswelt zu verbinden. Für Ulrich im Roman würde es auch eine andere Möglichkeit von Sexualität eröffnen. Wie Sie wissen, hat er seine meisten Beziehungen seit dem Scheitern der Beziehung zur Frau Major, diesem imaginären Liebeserlebnis, als Unrecht empfunden. Mit einem guten Willen auf beiden Seiten geht das sehr einfach. Es gibt das Schema von Gefühlen, Handlungen und Verwicklungen, dass Mann und Frau bereit findet, sich ihrer zu bemächtigen. Ein im Innern verkehrter Ablauf, wo es kein Strömen von der Quelle mehr ist. Wie mechanisch hat sich dann alles wieder vollzogen, heißt es bei der Begegnung mit Bonadea. Jetzt, nachdem es geschehen war, fühlte er wieder, wie wenig es ihn anging. Noch drastischer in der verzweifelten Verführungsszene mit Gerda, wo er am liebsten die Flucht aus dem Bett ergriffen hätte, alles aufbringen muss an Vorstellungswelt, um seine erwartete Rolle als männlicher Liebhaber durchzuführen. Und eine ganz andere dürfte er seine Zartheit als Teil seiner selbst, auch seiner männlichen Identität leben, könnten andere Vereinigungen möglich werden. Mit Verweilen, sich nach Art des Zustands tantrisch in der Gegenwart ausdehnendem Gefühl und Versinken. Wie es in den Entwürfen zum Inzest mit Agathe zum Teil geschildert wird. Sie fühlte sich in diesem Augenblick von ihrem Bruder umarmt, dass es nichts Ähnliches gab. Ihre Körper wurden nicht bewegt und nicht verändert. Dennoch floss ein sinnliches Glück durch sie, dessengleichen sie noch nie erlebt hatten. Und das war kein Gedanke, keine Einbildung. Wo immer sie sich berührten, sei es an den Hüften, den Händen oder einer Strähne des Haars, drangen sie ineinander ein. Trotz dieser Stelle muss ich gestehen, dieses Gedankenexperiment geht etwas über den Text hinaus. Und gehen wir zurück an das Selbstliebe-Kapitel.
Da fühlt sich Ulrich am Ende doch gereizt und wird es ihm zu viel, in diesem anderen Zustand zu verweilen. Sollte er bekennen, dass ihm in diesem Augenblick neben seiner Schwester Männerstreit und Tapferkeit noch einmal beneidenswert, als das eigentlich einzig männliche Glück vorkam, bloß wegen der bittersüßen Erfahrung, wie feig und unentschlossen jedes andere Glück mache. Und es zeigt sich im Roman immer wieder, wie die Integration dieser beiden Erlebenswelten, Liebe und Gewalt, nicht gelingt. Das Bild eines von Männerstreit und Tapferkeit erscheint ihm beneidenswert, das ist das einzig männliche Glück. Und auch wenn er versucht, ein Handeln zu entwerfen, das aus einem so ekstatisch motivierten Zustand wie des anderen Zustands hervorgeht, dann kommt da eher etwas wie das Erinnern an Moosbrugger's Tat zum Vorschein. Er fühlte trotzdem wie eine Blendung das Bild eines Handelns, worin das Zugreifen, wie es aus höchster Erregung folgt, und das Ergriffenwerden in einem unbeschreiblich gemeinsamen Zustand eins wurden, der Lust von Zwang, Sinn und Notwendigkeit, höchste Tätigkeit von seligem Empfang nicht unterscheiden ließ. Und diese Erinnerung oder diese Art, wie er Moosbruggers Tat in sich vorstellt, bezieht sich natürlich einerseits auf diese Beschreibung der Tat im Roman, wo es um ein Herauslösen, eines Herausschälen eines zweiten Ichs, das unheimlich an Moosbrugger heranklebt und das er versucht, von sich loszustechen. So erlebt Moosbrugger seinen Mord an der Prostituierten. Und diese Szene steht in einem intertextuellen Kontext auch zu der Traumszene in den Entwürfen zum Spion, zu den Vorformen des Mann ohne Eigenschaften. Der Traum, wo anders eine kurze Begegnung mit einer Frau hat, die eine Liebesbegegnung sein sollte und dann ihr die Zunge abbeißt und das so eine Reinszenierung eines Traumas, wirbelnde, blutrote Masse in diese Gewaltsfantasie und Szene ausschlägt. Nach Janus' Untersuchungen hat auch Kampf und Kriegsbereitschaft oft eine Beziehung zur Geburt, ein sich herauslösen, ein herauskämpfen, auch die Kriegsmetaphorik vor dem Ersten Weltkrieg oft etwas erdrosselt ein und wir müssen uns da jetzt herausschlagen. Und ist also auch noch die These, ist vielleicht, macht es eben einen Unterschied, wie gewaltsam die Geburt erlebt wird, wie gut dieses Trauma praktisch verarbeitet ist. Dahinten, ob praktisch es zu Geburtsszenen führt, die eine solche gewaltsame Herauslösung sind, dass so, dass sie diesen Anderswelt, diesen geburtlichen Vorraum praktisch zerstören in ihrem Akt der Herauslösung, sodass eben auch für Ulrich nachher kein Zugang mehr wäre zu dieser Erlebensdimension anderer Zustand. Oder gibt es eine Art, auf der anderen Seite eine Art, diese Geburtserfahrung so aufzufangen, so dieses, ja, praktisch, dass sie nicht allzu traumatisch ist oder sie so zu heilen, dass eben möglich ist, dass die vorherige Erfahrung, der andere Raum, bei dieser symbolischen Geburt jetzt der Herauslösung bei Agathe, wäre es also möglich, diese vorherige Erfahrung zu integrieren, zu einem Teil zu machen, der späteren, das mitgenommen werden kann in die spätere Erlebenserfahrung und in die spätere Beziehung zur Wirklichkeit. Bei Pohlmann hatte mich dann in den Vorabrecherchen nochmal beeindruckt, wie sehe auch Musil sich auch von diesem Begeisterung zum Ersten Weltkrieg hat mitreißen lassen, dass er später nicht so sehr dementiert hat wie andere. Dieses Bedürfnis nach metaphysischem Krach, eine mit Revolution der Seele gegen die Ordnung, in manchen Zeiten fühlt sie zu religiösen Erhebungen, anderen zu kriegerischen. Und wie es ihm der Erste Weltkrieg das große Erlebnis des Todes gebracht habe, das ja auch ein anderer Bezug ist zu der Anderswelt. Hier nochmal das hatte ich Ihnen vorher schon vorgelesen, die Art, wie Musil die Geburt erlebt hat. Und jetzt einfach nochmal zum Schluss, wenn wir an diese verschiedenen Möglichkeiten von Geburt denken, nochmal diese etwas atmosphärische Folie hier für Sie. Wenn wir die Gewaltbereitschaft, die Form einer destruktiven Ablösung wie eine traumatische Reinszenierung einer Geburt lesen, als Ausdruck eines nicht verarbeiteten Traumas,
sich wie der Versuch, sich gewaltsam aus dieser Einheit zu lösen, in einer Weise, die das Paradies zerstört, statt eine Verbindung dazu aufrechtzuerhalten oder die paradiesische Verfassung in ein Leben nach der Trennung mitzunehmen. Demgegenüber könnten wir uns andere Bilder von Geburt vorstellen, die diesen Herkunftsraum nicht vernichten muss. Dieser Herkunftsraum, Seele, bleibt sozusagen erhalten. Die Schwelle ist jetzt durchlässig, sondern ermöglicht, ihn als inneren Raum im Leben zu integrieren. Es zeigt, wie wichtig die Heilung unserer Beziehung zur vorgeburtlichen Welt sein kann. Wird der Schrecken verarbeitet, der uns von der vorgeburtlichen Welt trennt, heilen wir unsere Traumata individuell und kollektiv. Wäre dann ein menschliches Leben möglich, wo wir aus unserem eigenen Gutsein, unserer Verbindung zur ursprünglichen Selbstliebe, Geborgenheit, sinnerfüllt handeln, uns verbunden fühlen, mit dem Einklang mit dem Ganzen handeln? Wäre es dadurch möglich, dass die Selbstliebe sozusagen integriert wird in diesen diesseitigen Raum und die Fantasie wendet sich der Steinbaukastenstadt wieder zu und kann spielerisch, ohne Verfestigungen, die Bedeutung hineintragen in die Beziehung zu dieser Welt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr auf die Diskussion.